Allerdings, ja gut, ich habe keinen. Oh, geile Frage, Chicken Wings. Knoblauch, oh, das hört sich gut an. Knoblauch hört sich gut an. Da kann man die Woche die. Hat mein Die aber auch. Ausschüsse trollen. Ich hatte halt auch noch eine Podiumsdiskussion mit Yvonne Platz. Verheiratet, ich habe Wie gesagt, wir sind online. Heute, das ist aber ach, Michael, das ist ein schlechtes beschissenes Team. Ich kann nichts dafür, ich habe eine Termine gemacht. Gut, habt doch mal Wert nicht, oder? Das stimmt natürlich. So ist das auch. Rückenstapel und Knopf. Und ich. Ein Arator besteht noch nicht im Pad. What he says? Oh, dieses komische Android hat sich entsperrt. Und gedacht, ich wollte oder irgendwas von. Ich finde öfter, ne? Fürchte ein bisschen Probleme. Und nein. Aber so rum, da wäre man traurig das zu. Obwohl, ob der das auch bei Bierflasche hinkriegt, naja. Solche Befehl zu laut aufstellen, hat letztes Mal das Internet gesagt. Ja, ja. Sieht komisch aus, wenn dort sich der Dunst legt. Ja. Wann essen wir dann? Morgen, halb 1, ne? 12. Na gut, wir haben nicht so viele Tops. Das ist auch noch so schade. Ich habe halt noch nichts gegessen. Ja, warum nicht? Okay, machen wir 12. Du kannst mich durchsetzen. 12 bis 12 gemietet, Amazon, oder? Was? FDP-Rechner. Willst du ein neuer Top-FDP-Rechner? Mhm. Michael, machst du gerade? Aha, da. Ja gut, okay. Neuer Top 13? Ja, ja. Unserer ausnahmsweise dienstags stattfindende Fraktionssitzung. Beginn der Sitzung wäre 10.02 Uhr. Ach, ist schön, das Protokoll sich von alleine. grüße euch und komme gleich zu Top 1. Bewerbungsverfahren. Mal wieder Anzahl der Bewerbungen etc. Aber ich habe vorhin schon kurz mit Michael gesprochen. Wir haben jetzt selbst keine Auflistung gemacht oder Studien gemacht. Dann ja. Schlage ich vor, dass wir einfach Markus damit beauftragen. Der hat sich doch schon da umgehört mal. Jeder hat aber noch keine Aufstellung gemacht, wie viel. Also Markus oder Sekretariat dann, wenn es da ist, einfach mal die Zahlen nachzuliefern. Mhm. Von der E-Mail-Bewerbung. Überhaupt komplett. Die E-Mails und die, wo schriftlich Eingang sind, reiche ich dann dazu. Hm? Gut, die gibt es aber dann erst übernächste Woche, ne? Also Markus wird jetzt erst Freitag eingestellt und dann was vielleicht Montag im nächsten Protokoll dann nicht haben. Ja. Okay. Gut, da hätte ich noch einen Punkt zum Bewerbungsverfahren und zwar. Teilweise hatten wir ja Bewerbungen von Leuten, die sich auf diese Stelle beworben haben, aber unserer Meinung nach besser als Referentenpasse. Sollen wir dann die Referenten aus diesem bestehenden Bewerberpool auch rekrutieren? Würde ich sagen. Ja. Also ich würde fragen, ob sie sich das vorstellen können. Ja, das ist klar. Also ich meine, das ist eine feine Stelle. Eine feine Stelle ist besser. Hey du wirst jetzt angestellt als Referent für etwas, wovon du keine Ahnung hast. Nein! Ja, gut, dann ist da noch ein Punkt von dir, glaube ich.
Büroarbeitsplatz? Ja, ich sag mal, wir haben ab Freitag 2 Sekretärinnen. Nee, eine. Wegen? Die Anna kommt zum 1.7. Alles klar, dann erledigt sich Punkt Büroarbeitsplatz. Weil ich wollte halt wissen, wo wir die beide hinsetzen. Ah, okay. Ich meine, das müssen wir irgendwann dann schon besprechen, haben aber dann noch einen Monat Zeit. Weil ich sag mal, der Büroarbeitsplatz ist relativ klein für 2 Personen. Du warst vorher bei 2, oder? Da war vorher auch Sekretariat. Ja, 2 Stück drin. Sekretär, ja? Soweit ich weiß schon. Also als ich mir gegangen war, halt da vorne einer gesessen und war da hinten. Ich glaube, es ist aber auch eher ein Problem, der, wie man die Tische stellt. Nicht, dass der Raum jetzt unbedingt zu gehören. Ja. Also gerade hier der mit den 2 Türen ist schon ein bisschen eklig, muss ich sagen. Ich finde den Raum nebendran noch nicht optimal ausgenutzt. Dort stehen halt nur 2 so kleine Tische drin, obwohl der von der Quadratmeterzahl her größer ist. Ja, man muss halt so sehen, von den 3 Räumen, die an der Wand sind, der mittlere ist größer, die 2 äußere sind von der Quadratmeterzahl her gleich, aber das ist doch ein Durchgangsraum mit den 2 Türen. Da kann man halt auch hin nicht so stellen, wie man will. Also insbesondere, wenn man dort Tische in die Mitte stellt, dann hat man ständig irgendwie Leute im Kreuz, also mich wird das stören. Gut, im Prinzip kann Uli sich ihren Platz ja dann selbst gestalten. Und ja, gut, dann erledigt sich das Thema. Das heißt, die Anna sitzt immer in einem anderen Raum. Müssen wir da gucken. Dann wird sich praktisch der Raum anbieten, wo ich drin sitze. Das oder man geht mit Sekretariat komplett in den mittlere, stellt dort noch den großen Drucker mit drin. Ja, wenn möglich geht. Können wir ja mit den beiden sein. Besprechen. Ja. Hätte auch den Vorteil. Na gut, okay, auf das Ding gebe ich eh nicht viel, aber da steht halt noch dieser Tresor, wo man nicht weiß, was man damit anfangen soll. Ja, das ist ein bisschen doof. Funktioniert der Tresor? Ja, ja. Es ist halt, also der entscheidende Punkt ist, es ist kein Brandschutztresor. Du kannst Dinge nicht so drin lagern, dass sie Gebäudebrand überstehen. Gleichzeitig für reiner Diebstahlschutztresor trage das Ding halt trotzdem zu leicht weg. Ist das schon geworden? Wachdienst und alles. Ja. Deshalb, ich weiß nicht so recht, was man damit anfangen soll, außerdem wüsste ich nicht, was man in den Tresor packen soll. Wir haben zum Beispiel kein Bargeld hier, ne? Ja. Vielleicht fällt es irgendwas ein. Mir fällt garantiert was ein, was man in den Tresor packen kann. Das ist schön. Gut, okay, das wär's aber zu Top 1, oder? Soll ich beim Protokollmitarbeiter noch die Namen eintragen? Ich sag mal, übers Forum haben wir es kommuniziert. Also sowas wie eingestellt wurden und dann die Namen hin und dran. Müsste jetzt eigentlich nicht unbedingt hier im Protokoll haben, oder? Was wissen wir jetzt? Gut, dann würde ich das Pressereferent Mitarbeiter und Geschäftsführung halt rausnehmen, weil es macht keinen Sinn, das dann leer dort stehen zu haben. Gut, dann gehen wir zu Top 2 anstehende Termine. Ah, ich hole schon mal analoger Terminkalender raus. Ich habe noch meinen Terminkalender vor mir. Dafür wirkt meiner so schön edel. Also heute steht noch an, Kalender, ich glaube, das ist der Haushaltsausschusssitzung, die Haushaltsausschusssitzung, genau, um 14 Uhr. Da gehe ich hin, die konstituiert sich, also der Haushaltsausschuss konstituiert sich da. Ich möchte euch alle daran erinnern, solange wir noch keine entsprechenden Whiteboards und so weiter haben, wir müssen ja in diese Liste intran, wann wer in welchem Ausschuss und so weiter war. Die Liste liegt momentan bei mir, wenn man rinkommt, direkt rechts auf dieser Ablage, sage ich jetzt mal. Mhm. Als das nur so war, dass man halt einen Ausschuss hatte, wo Jasmin mo war, habe ich noch ein Out drauf gehabt. Aber wenn das jetzt ist, dass jeder irgendwie jeden Tag irgendwo in einem Ausschuss sitzt, schaffe ich es auch nicht mehr, da jedem hinterher zu rennen.
Insofern denken bitte selbst dran, dort zu unterschreiben. Ja. Ich hab's ins Protokoll. Das dürfte kein Problem sein. Ich habe heute Abend noch den Termin um 18 Uhr in der Galerie Nauwieser 19. Das ist in der Nauwieser Straße 19 in Saarbrücken. Ach. Podiumsdiskussion mit Yvonne Plötz. Da werde ich auch später nochmal bei Twitter und Mailingliste rumjagen, dass da auch einige Pirate kommen. Also Internet, ich bin heute Abend kommen. Hm. Ich mache dann gleich Werbung für die Konkurrenzveranstaltung. Der ist gut. Ja, Podiumsdiskussion mit Yvonne Plötz. MDB, oder? MDB Linke. Ja, die Linke. Aus Pieskastel. Ja, ich weiß. Hatten wir uns nicht letzte Woche auf Kuhkastel verständigt? Dann müssen wir es abwarten, aus Pieskastel eine eigene Kuh, oder? So. Ich schreibe ins Protokoll unseren Namen immer mit Abkürzungen, dann einfach aus Faulheit. Also ich bin dann MN, RMA, JM, AA. Jo. Morgen konstituiert sich der Innenausschuss. Wie viel Uhr? 9. Und der das finde ich ein bisschen komisch, weil um 9 konstituiert sich auch der Ausschuss Soziales, Gesundheit und Prävention. Warum ist das komisch? Um 9.30 Uhr konstituiert sich auch der Ausschuss. Ja, weil es auch nichts parallel ist, also habe ich gedacht. Das war der Plan der Grünen. Okay, das heißt, du hast mal keinen Ausschuss. Ich habe meinen 2. Nee, warte. Oh, nein. Ich habe morgen früh Ausschuss IPR. Morgen Vormittag. Dann hat sich das schon mal erledigt, weil ich eventuell Ersatz bräuchte fürs Schülergespräch um 10. Aber ich glaube, so bis dahin bin ich mit meinem Ausschuss durch. Könnte auch gut sein, dass ich dann schon durch bin. Der Innenausschuss tagt in nächster Zeit sehr oft, weil ja auch einiges im letzten Plenum dorthin überwiesen wurde. Mhm. Für morgen steht aber wirklich nicht so viel an, deshalb. Dafür sind halt die ganze nächste Woche schon voll geplant mit, also ja, praktisch jede Woche irgendwie was. Gut, in den Innenausschuss will ich mit rankommen, wie im Gerichtsvertrag. Das ist nicht Moje. Das ist nicht Moje. So war es in der ursprünglichen Tagesordnung aber drin. Also, ich habe die Tagesordnung erstens konstituieren, zweitens Glücksspiel Staatsvertrag, Drucksache 15-15, weiteres Vorgehen, drittens Vergnügungssteuergesetz, viertens Zahlungs- Beamtengesetz. Das andere kommt, das später ist ein anderer Sache. Ja, doch, dann kommt das schon morgen. Kommt schon morgen, gell? So, aber kommen wir nochmal zurück zu den Punkten. Also morgen 9 Uhr ist Konstituierung Innenausschuss. Ja. So, da schreibe ich jetzt mal A und MN. Du kannst auch O schreiben. Kannst du dann nicht sagen, wenn drei Ausschüsse gleichzeitig sich konstituieren? Nee, stopp, der Innenausschuss konstituiert sich morgen Mittag. Mhm. Also ich fand den für 13.30 Uhr. Okay. Ja, da hat meiner Solle zuerst, denn meiner ist auf 9 Uhr vorgelegt worden. Ich bin auch froh, weil ich habe das direkt noch im Plenum gesagt und habe mir das so aufgeschrieben. Ja, das, was noch im Plenum gesagt wurde, das hat sich geändert. Also ich habe auch zuerst gesagt, meiner wäre um 9.30 Uhr, dann ist er auf 13.30 Uhr gelegt worden, jetzt ist er auf 9 Uhr. Also okay. 9 Uhr ist Konstituierung. Gesundheit, Soziales und Prävention. Ich guck mal kurz nach, was bei mir so in dem Papierkram steht. Soziales Prävention. JM. So. Und um 10.30 Uhr Konstituierung IPR, ne? Nee, Europaausschuss. Ach so. Mhm. Wollte ich doch gar nicht hin, oder? Da brauche ich nicht unbedingt hin. Aus dem Markt. Es wird aber die Fahrt zum IPR nach Metz geplant. Aber gut, das kann ich auch ohne mich planen. Jo. Der ist großer Bub, der kann das. Wenn der kleine Er geht trockener dran, das fühlt sich so luftgetrocknet an. So. MH. Und Sauerstoff. 10 Uhr haben schon auch Schülergespräch. 10.15 Uhr, ja. Schüler. Wie nennt sich das offiziell? Belustigung sieht jetzt dort auch da im Protokoll aus. Ich nenne es immer Schülergespräch. Schülergespräch. Also zu den Schülern gehe ich zu Studentenkarte. Aber im Netz auch Schülergespräch.
Anhörung in die Parlamente. So, 13.30 Uhr konstituiert sich noch der Innenausschuss. Und dort gehe ich mit Go rein. Mhm. So. Ganz kurzes Off-Topic. Es ist zwar schön, dass wir die Menükarte ausgefüllt haben, aber da kommt das Wissen mit zur Küche. Das ist schon was dran. So, mal anrufen. Die Faxnummer. Ja, aber Telefon, Hanse. Hm. Hast du die Nummer oder hat jemand die Nummer? Steht die nicht da drauf. So, dann habe ich Mittwochabend noch Veranstaltung der Sahütten. Ich weiß nicht, ob Hille dort auch hingeht. Ich gehe jedenfalls hin. Also 18 Uhr. Ich wäre es, glaube ich, gerade nichts und wollte deshalb alle unbedingt hin. Oh. Ja, da haben wir alle eine Einladung eigentlich. Alle durcheinander wirbeln. Das ist sortiert. Irgendwie. Ich suche nur die Küche. Ist da drüben im anderen Gebäude. Ich hatte es letztes Mal nicht gefunden, aber du kannst mal unter R wie Restaurant suchen. Also dieses Veranstaltung der Sahütten ist sowas ähnliches wie die, die vom ME war. ME Saar. Metall und Elektro. Das ist halt nur ein bisschen halt. Okay. Aber kannst du mal eine Einladung genau machen, falls du es noch verstanden. Ja. So. Also auf der Homepage steht 13.30 Uhr. Gut. Durchschnittlich 13 Uhr gesagt, oder? Nein, 13.30 Uhr. Gut. Okay. Mama von den Piraten, hallo. Wir wollen das erst bestellen. Jetzt Termin hat mit Wuchs. Dass wir einmal die Leberblüsse nee. So. Dann gehen wir zu Donnerstags. Los 9 um 9.30 Uhr. Oh Gott, ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaub, warte doch mal, bis Jasmin fertig ist. Ausschuss können wir schon irgendwann. Ja, ich kann ja schon mal. Ich halte Fisch. Ja. Nee, nee, da kommt noch was dazu. Oh, ich bin nicht da, ne? Ich mach vielleicht was. Und es stammt ja schon? So wie Logik ist. Welcher Ausschuss konstituiert sich um 9.30 Uhr? Donnerstag. Hm? Durch den Ausschuss 9.30 Uhr Donnerstag. Ich dann haben wir immer noch das Lachsfilet gebraten Gulasch, da weiß ich jetzt nicht, wer das bekommt. Das bin ich. Okay, das bekommt der Herr Augustin, dann bekommt jemand anderes was anderes. Ich sag Ihnen aber echt nur die Gerichte, dann können wir es selbst. Jo, so haben wir es doch immer gemacht. Alles ja, klar. Ich bin auch noch falsche Woche hier drin. Nee, die Woche. Doch, schon den Bier nicht mehr. Ich bin immer drin. Schon immer eine Link, die haben wir heute geplant. Ah, den habe ich Samsung eingetragen. Ja, Ausschuss, Wirtschaft, das kopiere ich aber. Okay, dann noch mal Stammessen ohne Suppe und ohne Salat. Ohne Salat. 30. Ja. Das SLN ist nochmal immer. Gut, habe ich. Und eben noch das Dessert. Okay, alles klar. Für um 12 Uhr. Okay, bitte. Tschüss. So. Was war das jetzt mit Donnerstag? Entschuldigung. Donnerstag, 9.30 Uhr, habe ich Ausschuss Wirtschaft, Energie, Verkehr und Probensicherheit. Also wir sind jetzt gerade bei Donnerstag. Machen wir erstmal Donnerstagmorgen vielleicht. Hat noch jemand was für Donnerstagmorgen? Ja. 10.15 Uhr. Welche Runde noch ein Schülergespräch? Ich glaube, das ist ein Schülergespräch. Das kannst du notwendig Schüler übernehmen, wenn du dann irgendeinen Ausschuss hast. Am Donnerstag habe ich keins. So. Aber du darfst auch gerne, wenn du willst. Okay, Donnerstagmorgen noch was. Dann kommen wir zu Donnerstagmittag. Da ist Ausschuss für Justiz, Verfassung, Rechtsfragen und Wahlprüfung. Da bin ich um 13.30 Uhr.
Um 17.30 Uhr ist dieses Apero der Wirtschaftssenioren, wo ich allerdings jetzt nicht hingehen kann, da muss ich absagen. Das macht Sinn, dass jemand anderes hingeht. Dann, ja, du hast mir auch schon den Termin Präsentation und Eröffnung der Einbürgerungskampagne gegeben. Ist das am selben Tag? Ja. Das eigentlich ist an dem ja, da. Das muss man auch hin. Ja, daher kann ich dir nicht noch einen zweiten Termin abnehmen. Ja, yeah, nee, ist klar. Ja, ich hab dann wobei die Wirtschaftsunion finde ich interessant, nur, ja, wirklich nichts. Ja, es kommt auch wieder. Das ist jetzt halt doof, dass ich schon zugesagt habe. Ich habe gedacht, der andere Termin, den ich dir gleich noch nenne, wäre dienstags. Ah, okay, ja. Dann mache ich jetzt erstmal 18 Uhr ist. 17.30 Uhr. Achso, nee, 18 Uhr dein Einbürgerungsdienstpunkt. Das ist Präsentation und Eröffnung der Einbürgerungskampagne 2012-2013. Mhm. Eine Kampagne für mehr Einbürgerungen im Rathaus. So, den hatte ich dir abgenommen. So, und du hast jetzt noch einer? Ja, auch um 18 Uhr zusammen mit Jasmin. Ich habe 19.30 Uhr da stehen. Okay. Wir sollten noch mal gucken, wie viel Uhr das war. Ich meine, so krass, dann könnte ich es gar noch zu dir. Während ihr guckt, könnt ihr mir den schon mal nennen, dann kann ich schon mal eintragen. Was wollen die Piraten im Völklingen am alten Bahnhof in der Diskothek? Hm. 19.30 Ja, hallo, sag mich jetzt auch dein persönlicher Terminkalender. Das war Diskothek mit K, ne? Und ja, so wie Q, also kannst du fürs Kaschel denken, wenn du das schreibst. Aber ohne H. Also es war einfach, wie man es spricht, ohne TH und bla bla bla. Ja. So, da geht ihr beide hin. Genau. Genau. Das ist lustig, dann kann ich ja doch zumindest am Anfang noch zu diesem Wirtschaftsidioten gehen. Du, das ist ganz gefährlich, wenn du mehrere Termine hast und an einem Termin früher gehst, du erntest Shitstorms ohne Ende. Ich muss nur lieb Tschüss sagen, ich weiß, dass das nicht mehr ist. Wiedersehen! Also ich sehe das schon so, dass du eine Stunde anderthalb bleiben kannst bei den Wirtschaftsidioten. Oh, wie du willst, soll ich eine Intro an? Ja, machst du, genau. So, jo, das geht schon. 17.30 Uhr. Schon bin ich entspannt. Wirtschafts. Junioren. Apero Politik. Was hat man das sonst? Das ist ein Treffer und Sonnen im Bahnhof. So, Freitag. Das ist ein Treffer. Oder haben wir sonst noch Termine am Donnerstag? Außer du bleibst so lange hier, dann. Also für mehr Termine geht doch gar nicht. Ne? Ja, irgendwann ist der Plan aber voll. Freitag wäre dann für uns IPR, die Plenarsitzung des IPR, die 48. Plenarsitzung des IPR. Ich habe mal wieder ein Schülergespräch. Wie viel hast du Schülergespräch? Also wie immer 10.15 Uhr. Wir sind immer um 10.15 Uhr. Und wir haben ganztägig. Soll ich das so schreiben, ganztägig? Oder soll ich. Beginnt das um 9 oder wann? Oder gut, wir müssen hier frühzeitig abfahren, morgens. Ne? Wenn aber noch kein Termin, das wird erst morgen festgelegt in dem Europaausschuss. Ja. Ich schätze Samstags und Sonntag auch noch Termin und dran die Aachen. Also Plenum in März. Ja. Und MH, MN. Gut, noch jemand einen Freitagstermin? So halbwegs. ich bin vom ich weiß gerade den Namen nicht, unser Pressesprecher in die Schule eingeladen, die haben da Schulfest und das Präsentation. Ralf Petermann? Ralf Petermann, genau. Gut, ich mein Mann. Sag mal, Uhrzeit. Ab 12 Uhr bin ich da eingeladen. Wie hieß er gleich noch? Der Hesse.
Grundschule Heidenwald. Heidenwald. Misch Ralf. Ja, nee, der Anna. Ist eine Hessen, oder? Gut. Ah, da folgen wir Ihnen am Freitag. Ormond bin ich noch am Feuerwehrfest im Fuhrbach, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich jetzt dran. Ja, wir tun nicht, wenn das dann... Ja, es ist nicht so richtig offiziell. Ach so, ja, wie du willst. Pass mal aus. Pass mal aus. Okay. Noch was zu Freitag. Weiß ich aber schon, dass das Plenum und Match recht lang gehen kann, ne? Also das kann schon sein, dass wir erst um 8, 9 Uhr hier wieder in Saarbrücke aufschlagen. Der Bus soll, glaube ich, um 15.30 Uhr wieder dort sein. Aber lass mich doch abgehen, oder? Ja, sehen wir dann. Also der Termin lässt sich einmal hinschieben, ja. Wird so. Samstag? Ja, da ist um 13 Uhr die Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Homburg. Da haben mich die Jusos angefragt, ob ich dort den Piraterede-Beitrag halten will. Dann mache ich das doch mal. In Kombination mit dem Infostand von uns, den mache ich jetzt aber nicht allein, wir machen noch andere mit. Noch immer Samstagtermin. Und nicht würde ich zu meinem Sonntagtermin kommen. Das ist abends, so weiß ich die Uhrzeit nicht so genau. Ich glaube, das war 18 Uhr, bin mir aber nicht sicher. Das ist die Ausstellungseröffnung und dafür kriegen wir Hütte. Oh, oh. Okay, schön. Was ist das? Ausstellung? Von der Industrie, Kultur. Ist zwar Völklinger Hütte, hat aber nichts mit Grube zu tun. Ich gebe gerade die Info. Also, schon was mit Grube zu tun, aber nicht direkt, also nur mittelbar. Mir fällt bei der Sache aber auf, mein Termin steht jetzt nicht drin, und zwar hatte ich am Freitag um 12 Uhr Netzwerk für Demokratie an einen von euch abgegeben. Echt? Ja, das bin ich. Sorry. Ich glaube, steht aber bei mir im Kalender. 19 Uhr ist bei mir am Sonntag. Okay, das war ein Netzwerk. 10. Geburtstag des Netzwerks für Demokratie Saarland, Freitag 12 Uhr. Netzwerk für Demokratie und Courage war das. Ne? Geburtstagsempfang des NDC Saar. Wo geh ich hin? Das, ja, ja. Das, was du in der Hand hast. Ja, genau. Und da gehst du hin. Mit Ahmed? Ich glaube, dass jeder hingeladen hat. Ja, ich habe auch Inladung Krit. Wann ist das noch? Das ist Freitags, Quatsch, Sonntags abends um 19 Uhr. Kurz das Internet mit rein. Für montags vor der Fraktionssitzung einen Termin, dann sind wir Termine gleich durch. Ja, okay, dann streiche ich das Montag, weil das finde ich ja unsinnig. So. Okay. Ja.
Gut, sag schon was zu Termine. Nein, das reicht doch gerade. Ja, das ist kein Termin, das ist Besparung. Grundlage. Gut, Top 3 Besetzung Rundfunkrat. Inzwischen habe ich eine E-Mail bekommen. Ja. Ja, das wird jetzt interessant. Versuche ich schnell. Genau, der Rundfunkrat tritt mindestens einmal in jedem Kalendervierteljahr zusammen. Die Termine 2012 sind 2. Juli, 17. September, 12. November und 17. Dezember, jeweils 16 Uhr. Das Wort Quartal ist denen irgendwie... Ach, was haben wir getan? Gehört nicht zum aktiven Wortschatz der Person, die das geschrieben hat. Es gibt halt Quartale, die sind mehr so... Die häufen sich die Ende des Jahres und... Ja, ich gehe davon aus, dass Ende des Jahres vielleicht noch der eine oder andere Termin dazukommt, weil dort ist ja auch der komplette Haushalt und dann auch die... Vielleicht ist 17. Dezember auch die Weihnachtsfeier, ich weiß es nicht. Ja. Der neue Rundfunkrat hat seine Arbeit im Februar 2012 aufgenommen. Niederschriften vergangener Rundfunksratssitzungen können wir bekommen. Und wir brauchen ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied. Ja. Also ich habe mich da jetzt auch mal ein bisschen schlau gemacht am Wochenende über den Rundfunkrat. Der besteht aus 35 Personen, davon einer der Landesregierung und dann von jeder Fraktion. Dann kommen dann katholische Kirche, evangelische Kirche, Synagogengemeinschaft Saar, Gewerkschaften, Frauenverbände. Ja, so das ist so die Zusammensetzung. Man versucht in dem Rundfunkrat ein Abbild der Gesellschaft zu schaffen. Das gelingt nicht ganz, weil es doch relativ viele Parteifunktionäre sind. Irgendeinem Gesetz gehört, dass maximal 50% sind. Ich bezweifle, also ich denke, wir sind mal so weit drüber in dem Rundfunkrat. Weil jeder, der in irgendeinem Gremium dort ist, ist er außerdem irgendwann mal Bürgermeister irgendwo gewesen und garantiert auch in irgendeiner Partei. Und ja. Ansonsten geht es dann darum, den Haushalt, die Gewinn- und Verlustrechnung zu prüfen, also sagen wir mal auch bilanzmäßig, und ansonsten halt den Intendanten dabei zu beraten bei der grundsätzlichen Programmgestaltung, aber natürlich nicht das einzelne Programm, sondern nur in welche Richtung geht es. Also gibt es jetzt 3% Kirchenthemen und 2% Politik, so in die Richtung. Also das... Ja. Also... Ja. Also wie gesagt, ich würde gerne hingehen, auch verbunden mit dem Punkt, dass ich die unser Programm, unser Wahlprogrammspunkt beenden des Depublizierens ab demnächst einbringen will. Gut, da das ansonsten so relativ nah mit meinem Ausschuss dran ist, weil ich habe ja auch zu Ausschuss Medien, würde ich dann der Stellvertreter machen. Okay, ansonsten hätte ich mich da angebohrt. Ich hätte mich auch angebohrt, aber ich weiß mich nicht drum. Also, gut. Sollen wir wählen? Können wir machen. Oder sollen wir... Antrag auf an und auf geheime Wahl. Von mir aus. Hast du die Zettel? Ja. Der Zettel hole geht, ich mal an nach Einladung hole. Das war jetzt geplant, damit die Zeit hast, irgendwas anderes zu machen. Natürlich. Was wird denn jetzt genau gewählt? Sind wir der Stellvertreter oder alles? Oder? Also, wenn beides. Vor allem, ob man es gerade in Kombination wählen könnte. Das ist natürlich, es macht jetzt keinen Sinn, wenn jeder von uns vier kandidiert für beide Ämter. Ne? Das ist das klar, stimmt, weil dann weiß ich, wie die Abstimmung ausgeht, auch wenn sie geheim ist. Eine Akzeptanzwahl für beide Ämter, ne? Also für. Ja, in die Art und Sinn, oder? Ich wollte mir gerade in die Rauhe drin ein Porto. Ich muss das da schriftlich machen. Wolltest du mit Porto kaufen gehen? Ja, stimmt, du bist dran. Oh, das ist aber ein Handel verschrieben. Schriftlich. Hat man das eigentlich schon als Beschluss hingetragen, dass man sich das hinschicke?
Im Luftschild. Ich glaube nicht mitgetragen. Habe ich mitgetragen? Ich weiß nicht, ich glaube es nicht. Wenn da steht schriftlich, meinst du mit per Brief oder reicht dann eine E-Mail? Kannst du mit der E-Mail ausprobieren, wenn nicht, was ist mehr? In unserem Weblog auf dem neuen tollen Server fehlt übrigens das Bild. Wir brauchen IT. Hallo doch. Mach einfach mit den Stimmblöcken von der konstituierenden Sitzung weiter. Da haben wir ja erst 4 Zettel verbraucht. Okay, wer übernimmt die Wahlleitung? Kann ich machen. Gegenstimme? Dann übernimmst du die Wahlleitung. Also wir wählen jetzt den Stellvertreter. Oder alles? Erst beginnen wir mit der Wahl des Delegierten. Ja. Genau. Es kandidiert Michael Hilberer. Och, dann kandidiere ich auch. Dann muss natürlich alle 4 kandidieren mit Ben Lindmann. Dann ziehe ich zurück. Da ist doch einer. Achso. Ich dachte, du hast mir auch noch eine Nase, heute haben wir jetzt genug Stimmen. So sieht sich jeder in der Lage, geheim abzustimmen, obwohl der Stream noch läuft. Ich glaube, ich krieg das hin. Okay. So, also, wir verwenden Wahlzettel Nummer 5. Bislang kandidiere Michael Hilberer als Nummer 1, Michael Neises als Nummer 2. Gibt es weitere Kandidaten oder Kandidatinnen? Ich kandidiere nicht. Jasmin? Gut. Dann haben wir vollständige Aussage, dann kann ich die Kandidatenliste getrost schließen. Wie gesagt, Nummer. Ja, ich genau. Machen. Genau. Hey Junge, weißt du, was ein Antenne ist? Ich glaube, das ist dort kein Thema. Genau. gut, wie gesagt, die Ns für Michael Hilberer, die 2 für Michael Neises, Akzeptanzwahl, es geht auch beides. Jetzt geht's gleich aus. Das ist spaßig, ne? So, vielleicht vorher, Moment. Die Wahlurne ist leer. Man braucht jetzt nicht noch 17.000 Wahlhelfer. So, dann. Ihr könnt ja alle mit drauf gucken. Ja. Ergebnis. Okay. Das ist. Okay, das sind 3 Stimmen für Michael Hilberer und aufgrund Akzeptanzwahl 2 für Michael Neises. Ja. Insbesondere ist 3 auch gleichzeitig die absolute Mehrheit. Dankeschön. Nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Gut. Archiviere ich die hier zusammen mit den anderen. So, dann haben wir noch einen Stellvertreter zu wählen. Beantrage ich jetzt mal geheime Wahl? Ich habe die geheime Wahl eigentlich nur für die Stellvertreter beantragt. Ah. Ausfällt mir jetzt. Gut. Genau, Stimmzettel 6. Ich sage vorab schon mal, die Wahlurne ist wieder leer. Das ist Kandidaten immer brauchen. So, wir brauchen noch Kandidaten. Genau. Trotzdem stelle ich die schon mal so in die Mitte. So, also, ich kandidiere. Ich kandidiere. Dann übernehme ich die Wahl. Also, es macht keinen Sinn, 3 Leute. Also, ihr beide kandidieren. Gut.
Wer ist 1, wer ist 2? Herr Wahlleiter. Ja, also dann halt alphabetisch. 1 ist Andreas, 2 ist mich. Was? Wer war was? 1 Andreas, 2 Jasmin. Merkt schon was, Go? Wir sind schon wieder gegen Kandidat. Ja. Als es dort ging, wer 2009 stellvertretender Vorsitzender wird, haben wir 8 gegeneinander kandidiert und ich bin wieder erwartend gewählt worden. Er hatte Schatzmeister von Stuttgart. Das ist sozusagen die Elite. Oh, man hat noch einen Fraktionsschatz gemacht. Das ist parlamentarisch. Mal eingeworfen. So. Auch hier haben wir das Verfahren der Akzeptanzwahl. Und das ging auch 3 zu 2 aus. Mhm. Für mich. Genau. Ja. Richtig. Könnt ihr nicht mal anders abstimmen, damit das interessanter wird? Würdest du trotzdem die Wahlzettel zur Archivierung nehmen? Ja, ja. Damit ist Andreas Stellvertreter. Juhu. Nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. In dem Fall herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So. Ist das einer von den Räten, wo der Stellvertreter immer mitgeht oder wo er wirklich nur inspringt, wenn der andere ausfällt? Ich glaube, er springt nur ein, wenn der andere ausfällt. Wie oft bist du krank? Du hast 2 Kinder, gell? Schau mal, ich dachte so am 2. Juli, am 17. September, am 12. November, am 17. Dezember. Dann schreibe ich den Herr Giersch an. Wie lange hat das jetzt gedauert, bis wir dort bestimmt haben? Boah. Das war jetzt nicht unsere Top-Prio, sagen wir mal so. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Fällt mir auf, bei unserer geheimen Wahl jeweils 2 Leute können fast Schritt daraus schließen, wer wie gestimmt hat. Da er kennt ja seine eigene Stimme. Mhm. Aber das war jetzt nicht verschieden. Grundlegendes Problem, was da ist, bei so wenig Leuten. Ja, vor allem, da ich auch mit Schwarz machen, dann kennt er eben mehr Stimmen. Ich hätte das jetzt nicht gesagt. Ja, gut, der doch schreibt doch. Nee, der schreibt blau. Der schreibt blau. Wir haben zweimal schwarz. Zweimal schwarz, zweimal blau. Achso, dann kann man mich hier merken. Dann machen wir jetzt noch 4 Wahlräume. Okay, in Zukunft muss man daran arbeiten. Da muss man dran arbeiten. Das ist ein Wahlcomputer. Gib mir was zu. Okay. Gut, dann wären wir mit Top 3 durch. Gehen wir zu Top 4, Zusammenarbeit mit der Basis. Neverending Story. Ja, wir haben immer noch kein Feedback-System. Aber ja. Es wird dran gearbeitet, sagen wir es mal so. Allerdings habe ich keine große Hoffnung, dass vor dem Parteitag da noch wirklich was zur Verfügung steht. Da müssen wir mal gucken. Wir haben bisher jetzt so einige Punkte von der letzten Tagesordnung auch noch kurzfristig Feedback über die Mailingliste eingesammelt. Was, denke ich, prinzipiell ganz gut ist. Aber als übliche Problem der Mailingliste hat, dass einige Lautstarke sich halt melden. Ich denke, gerade wenn man an umstrittenere Themen komme, werden sich viele nicht in die Diskussion einbringen und besagten lautstarken Leute halt die Diskussion überlasse. Das ist eine Gefahr, die muss uns bewusst sein, wenn man Feedback über die Mailingliste hole. Außerdem haben wir halt keinerlei Aussage darüber, wie die Meinung allgemein in der Partei ist, sondern man hat halt eine Diskussion, die man zusätzlich zur Meinungsfindung nutzen kann. Ja. Interessant vor dem Hintergrund, das wäre schon noch nicht, das war dann die letzte Vorstandssitzung,
Es gab eine Diskussion auch auf der Mailingliste bezüglich, was war das nochmal? Es gab mehrere Diskussionen. Wo Janik das jetzt extra mal nachgezählt hat, Für- und Widerstimme. Das war das jetzt noch mehr. Weißt du noch, worum es da ging? Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber Tatsache war, dass sich gewisse Leute halt mehrfach gemeldet haben, also so vorab schon mal gesagt haben, vertrete die und die Position, und als es dann später noch mal hieß, genug diskutiert, sagen wir, wie wir dazu stehen, haben sie halt gesagt, ich bin immer noch der Meinung. In der Situation muss man natürlich aufpassen, dass man die Stimmen nur zweimal zählt. Ah, es ging um die Verschiebung der Kandidatenaufstellung, genau, für die Bundestagswahl. Und dieses Thread ergab ein gefühltes, stark negatives Bild gegenüber dem Termin der Kandidatenaufstellung, aber nach einer Auszählung, wie viele Leute sich in welche Richtung dann tatsächlich geäußert haben, war es sogar so, dass die meisten Leute sich für diesen Termin im November ausgesprochen haben. Das heißt, man muss also wirklich stark aufpassen. Und dass die halt einfach gesagt haben dafür, während die anderen halt eher lamentiert haben dagegen, weil bla. Und ja, klar, weil zwei, drei Leute schreien ein bisschen lauter, dann hast du den Eindruck, die Meinung wäre A und in Wirklichkeit ist B, weil die anderen nur nicht so laut schreien. Mal, es ja immer die Leute gibt, wenn du halt so eine Kandidatenaufstellung im November, dann fangen die damit an zu sagen, ja, ich bin dagegen und außerdem steht es ganz schlecht um die Demokratie, weil die rübewurzelnde Industrie in Süddeutschland ganz klar den gemeinen Arbeiter benachteiligt, wie ganz der und so weiter und so fort. Ja, kein scheiß Problem. Naja. Also nur, dass wir uns dessen bewusst sind. Also ich war gestern Abend auch oder gestern in Merzig. Wir haben uns dort ein bisschen getroffen mit dem KV und da ging es auch um das Thema Liquid Feedback, ist auch so, die wollen das alle so schnell wie möglich haben, aber auch der Delegation steht man dort sehr negativ eher gegenüber. Und die Basis ist generell in Merzig zumindest nur mit unserer Arbeit zufrieden, Ausnahme ist das Abstimmungsverhalten bei den Diäten. Wie zu erwarten war, aber man will dort jetzt nicht mehr weiter drauf rumreiten. Klar, das Thema ist soweit durch. Aber, ja, also da hätte sich die Basis ein anderes Abstimmungsverhalten gewünscht. Ja, ich meine, wenn wir das früher gab. Auf welches wäre es selbst schon zurecht? Oder nein. Also, ich sag mal, man hat dort gesagt, also, mir hätte gern vier Nein gehabt, die meisten sagen das. Und wenn da schon nicht Nein stimmen, dann zumindest eine Enthaltung. Ja, waren sie gar nicht mit einverstanden. Also vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt weiß, hätte ich dann doch mit Enthaltung gestimmt. Weil ich einfach sage, ich bin zwar dafür, aber wenn die Basis dem so negativ gegenüber eingestellt ist, kann ich mich zu einer Enthaltung durchstimmen. Ich weiß nicht, ich finde, es fehlt halt der Willensbildungsprozess. Das ist das große Problem bei dem Thema. Mhm. Weil klar kannst du dagegen stimmen. Ich würde nach wie vor dafür stimmen, weil ich es für richtig halte, aber bitte nicht während der Fraktion. Das Problem besteht halt einfach darin, dass mir dieses Thema so spät hatte und halt nicht mehr von. Ich hätte Zeit gehabt, dann. Du musst auf dein Handy gehen. Geblockt. Was kommt? Ja, vielleicht die Nummer nicht übermittelt. Ich meine, ich bin immer noch gegen was zu stimmen, wenn man keinen vernünftigen Vorschlag hat, wie man es anders machen soll. Wenn wir zusammen mit der Basis oder wenn die Basis für uns sowas erarbeitet, wie man die Abgeordnetenbezüge besser regeln kann, dann habe ich gar kein Problem, wenn man das zu vertreten. Aber so finde ich halt immer noch doof. Ja, ich habe da auch ein bisschen Feedback gekriegt bei Twitter und so weiter. Und das Hauptfeedback war, man sollte es an die Beamtenbezüge koppeln. Das war wirklich Konsens. Aber genau so ist es ja dann gewesen. Also verstehe ich auch irgendwo nicht. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat ein Großteil der Leute, die das verfolgt haben, nicht verstanden, um was es dort ging. Ja. Das ist halt, also du darfst halt nicht offiziell sagen, dass es dran gekoppelt ist, weil es gemäß Bundesverfassungsgericht ja genau das ist. Das 75 nicht mehr gemacht werden darf. Genau. Aber faktisch ist es dran gekoppelt. Jedes Mal, wenn die Erhöhung drin, gibt es hier Erhöhungen in gleichem Maße. Ja, viele waren halt der Meinung, man soll es koppeln an die Rente oder an die Arbeitslosengeld. 4, 2, cool. Ja, 3G halt. Ja.
Hartz IV oder ALG II. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was von beidem du wünschst, aber... Ich weiß es auch nicht, was die gemeint haben. Aber ich glaube, das war auch nicht unser Top. Ja. Ja, genau. Punkt, wo ich dafür wäre, ist halt, dass man die Drucksachen, sobald man sie haben, zur Plenumssitzung auch im... zur Mailingliste mit einem Thread. Habe ich beim letzten schon mal gemacht. Nee. Aber es war, also schneller geht nicht. Also nee. Ich, als ich sogar kann, morgens waren sie noch nicht da, mittags waren sie noch nicht da, abends waren sie da und schon drin gestellt. Ja. Also schneller geht halt nicht im Moment. Da, Punkt, ich würde halt gerne bei der Verwaltung nochmal nachfragen, dass wir sie auch direkt per Mail kriege. Okay. Und nicht warten müssen, bis auf der Landtagsseite online sind. Ja. Hast du, wen man da fragen muss? Also ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht direkt, wen man fragen muss, aber ich gehe davon aus, dass in der Druckerei gedruckt werden. Also ich denke, Ansprechpartner ist Tim Flasche. Ja. Ja, das ist sein Referat. Also er muss mir nicht Auskunft darüber geben können. Ja, ansonsten müsste die Druckerei halt sagen können, von wo sie das Zeug grinnen, dass sie drucken solle. Ja, gut, dann schaue ich mal dort nach. Und sollte ja eigentlich kein Problem sein, wie die PDFs fertig haben. Wenn es dann in die Druckerei schickt und dann auch an uns. Dann vielleicht, Entschuldigung, wenn ich das fernab der Tagesordnung einwerfe, wenn du mit Tim Flasche eh schon telefonierst. Klär mal ab, es gibt halt nun mal dieses Referat, was auch entsprechende Recherche machen kann, Dinge zusammentragen kann. Und mir ist nicht ganz klar, wo die Zuständigkeit dieses Referats endet und ab wo die Referende die mir selbst beschäftige oder ab wo mir selbst Referente instellen müsse. Mhm. Weil ich, wenn so gewisse Recherchedienste mache, die halt drüber dort in der Verwaltung, eben in diesem in dieser Abteilung, mir ist die Grenze nicht klar. Mhm. Ja. Und ich will dort halt irgendwie kennen, vor Schienbein treten, indem ich ihm sage, du mach mal das und das und er ist gar nicht dafür zuständig und wir müssten das eigentlich aus Fraktionsgeldern finanzieren und umgekehrt will ich halt nicht unnötig Geld verplempern, wenn es eh Leute gibt, die genau dort dafür bereitstehen und dann Däumchen drehe, weil so von uns keine Arbeit kann. Ja. Okay. Ja, das war eh noch ein Punkt, den mich auch interessiert hat. Sind wir fertig mit Zusammenarbeit in der Basis? Nee. Okay. Nächster Punkt wäre dann Vorbereitung einer Plenarsitzung veröffentlichen. Das heißt, wir haben ja beim letzten Mal auch mal kurz gesprochen. Es war natürlich alles zu kurzfristig beim letzten Mal, das ist klar. Die Frage ist, wann kann man normalerweise die Tagesordnung? Ist das der Förster genau? Das ist immer donnerstags vorm Plenum. Also Plenum ist ja in der Regel mittwochs. Ja. Und dann ist am Donnerstag davor das erweiterte Präsidium. Mhm. Und bis Freitag 12 Uhr müssen wir wahrscheinlich entscheiden, ob wir einen Antrag mit dran. Also jedes Mal so eng. Ich denke, das bleibt das spannend. Das wird jedes Mal so eng. Mhm. Und wenn es halt jetzt wieder 14, 15 Punkte sind, die wir donnerstags können, dann und freitags entscheiden müssen schon, dann haben wir nur den Freitagvormittag. Das Einzige, was in Zukunft nicht mehr so eng ist, ist, dass man mittwochs Plenum hat und direkt am darauffolgenden Tag erweitert das Präsidium für das nächste Plenum. Mhm. Da liegen dann halt in Zukunft ein paar Wochen dazwischen. Also was ich sagen kann, ich hatte das schon mal angestoßen, das ist aber auch noch nicht spruchreif, so ein Treffen der parlamentarischen Geschäftsführer. Mhm. Und eventuell könnte man das halt, auf, das muss ich klären, also ob es das überhaupt geben wird und wenn ja, wann. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass man das donnerstags abends macht, um dann interfraktionär solche Sachen abzustimmen, dass man also... Donnerstags morgens das erweiterte Präsidium hat, dort mit solchen die Fraktion nimmt, abends die parlamentarische sich treffe, um dann nochmal abzusprechen, wer jetzt was mitträgt und dass man das dann freitags morgens nochmal in Richtung Präsidium und Verwaltung kommuniziert. Mhm. Das wäre eine Sache, was ich mal vorstellen könnte, ist aber bislang nicht weiter mit der anderen abgesprochene Idee von mir. Jo. Gut, was man auf jeden Fall meiner Ansicht nach machen sollte, mit den Oppositionsfraktionen, Linke und Grüne reden. Wenn die wollen, dass wir was mittragen,
dann sollten sie das frühzeitig kommunizieren. Also ich sag mal, dass die Regierung uns die Dinger auf Legend Brücker gibt und hinhaut, das haben wir schon gemerkt. Das ist wohl üblich. Bei der Opposition sehe ich jetzt nicht ganz so, dass das so sein muss. Wo man da dann jeweils klären müsste, ob wir die Sache dann auch schon veröffentlichen dürfen. Ja klar, wenn man es mit der Basis abklären wollen. Jedes Mal einzeln abklären. Ja. Also ich habe noch den Link hier reingepostet. Die Berliner Fraktion, die Vorbereitung der letzten Plenarsitzung. Fand ich halt insofern ganz nett. Not found auf jeden Fall. Nee, das ist nur die Klammer mit drin. Ja, du musst die Klammer wegmachen, dann geht's. Merke ich da auch angeguckt. Erkläre halt kurz ihre Priorität für die Plenarsitzung. Ich mach mal die Klammer. Das dafür, weil so und so. Ich finde sowas in der Art sollte man halt A machen. Also sehr übersichtlich. Okay, der Link. Die macht das als Pressemitteilung. Genau. Das heißt, das sehe ich dann auch unseren Pressereferenten. Ja, finde ich auch gut. Dann wäre es auch schon hart auf die Presse, dass weil einige Parteien, kleinere Parteien, nicht im Landtag vertreten, haben Pressemitteilungen rausgeschickt über das, was wir als Piratenfraktion machen wollen. Und das finde ich ein bisschen strange, dass eine andere Partei eine Pressemitteilung über uns rausschickt. Das kann sie natürlich. Das kann sie, ja. Dann sollte ich mir auch eine rausschicken, um das Ganze richtig zu stellen. Gut, was wir machen können, wir können beim nächsten Mal direkt auf die Mailingliste bereits alles vorbereiten. Dass der Site alles schon erstellt ist, dass die Basis weiß, heute kommt was und sobald es dann da ist, stellt man es halt hin. Man müsste auch gewinnt halt nur ein paar Stunden. Nee, nicht mehr. Man müsste halt jeden einzelnen Punkt ein eigener Thread haben, sonst verzettelt sich das ja total. Ja, stimmt, das recht. Und da wir die Punkte noch nicht wissen, können wir nicht beide den Thread erstellen. Ja. Okay, also gewinnt man nichts. Das ist aber eine Sache, die inzwischen von mehreren kritisiert wird. Entschuldigung. Diese Sache, dass das Präsidium, also das erweiterte Präsidium, halt einlädt und eigentlich die gesamte Tagesordnung oder sonstiges abgehandelt wird. Ja, das ist auch noch so ein Punkt, Also im Präsidium haben wir auch schon kritisiert, genau. Also ich habe beim letzten Mal schon gefragt, können wir die Tagesordnung nicht früher erhalten? Dann hat der Herr Lai reagiert und hat halt gesagt, das geht nicht. Und hat da ein paar Gründe, die meiner Ansicht nach teilweise verständlich, teilweise nicht verständlich sind. Also ich sag mal, ich gehe davon aus, dass man es auf Dauer, wenn man das immer wieder anmerkt, ein bisschen früher können. Das wird sich aber eher um Stunden handeln als um Tage. Also mir wäre nicht irgendwann das 2 Wochen vorher können wie beim LPT. Ja gut, klar. Aber wie gesagt, Wasser haben sollte man kriegen und da soll man drauf hinarbeiten. Und dass das in letzter Minute noch was reinkommen kann von der Fraktion, ist klar. Aber alles, was vorher da ist. Das kann man ja dann auch gern unter Sonstiges behandeln. Ja, genau. Da finde ich, könnten wir einfach einen Vorschlag, wie wir uns das vorstellen, auch auf die Mailingliste setzen und gucken, was die Mailingliste dazu nennt. Mensch, jetzt hier zur Information. Also, ja, genau, wie wir das weitergeben wollen. Ja, klar. Das ist ja, okay, ja, die Richtung. Ich war jetzt beim anderen Thema, Entschuldigung. Ja. Dann hätte ich noch einen Punkt halt, als wir uns letztes Mal beraten haben, die jeweilige Fachverantwortliche von uns quasi, welche Abstimmung sie uns denn empfehle, dass wir hier auch eine kurze Zusammenfassung halt jeweils zu jedem Tagesordnungspunkt machen, warum wir gedenken, so und so abzustimmen. Unser Standpunkt, so eine kurze Zeit. Ja. Und schließlich und endlich, würde ich gerne nach der Plenarsitzung auch unsere Abstimmergebnisse zu jedem Tagesordnungspunkt veröffentlichen, sofern es keine geheime Wahl ist. Das macht Sinn. Dann ist auch die Zeit in der Regel dazu da. Das heißt, es wäre natürlich ideal, wenn du kurz notieren könntest zu jedem Punkt, wenn du dort bist. Weil du in dem Buch schon uns siehst. Du bist der Einzige, der uns alle sieht. Achso, wie mir abgestimmt hat. Ja. Einfach, wenn jetzt jemand sich als Protokoll, aber es ist zu spät. Ja, zumal ich diesem Protokoll nicht traue. Ja, weil das Präsident, sagen wir mal, dann immer nennt, 2 Piraten haben. Ja. Und damit hat er die Namen nicht genannt. Die soll aber ins Protokoll. Die soll ins Protokoll, aber
Das ist so ein Chaos zum Teil bei der Stimmauswertung. Ich meine, es war jetzt nie ein Problem, weil es ja an dem Ergebnis nie was geändert hat. Ja. Aber die Frage, wer wie gestimmt hat. Ja. Naja, der Präsident Lai schon noch, aber ein gewisser Vizepräsident hat sich letztes Mal nicht mit Ruhm bekleckert. Das ist eigentlich immer der letzte Punkt. Wenn das logisch passt. Ja, das optische Mauer noch. Irgendwie ist das Wort Top 5 weg verschwunden. Okay, schon einfach nur. Ja. Gut, noch jemand was zum Punkt Kommunikation mit der Basis? Dann gehen wir zu Top 5. Design und Artwork, bericht Jasmin. Ja, es hat sich nicht viel geändert. Vom Grob brauche ich dann noch die Sache, die auf die Visitekarte raufkommen soll. Ja, dazu sage ich dir nochmal, ich hätte gerne. Ich habe sie dir schon geschickt. Ich kann es aber gerne noch ein zweites Mal schicken. Ne, drittes Mal wäre das dann schon. Da muss ich langsam froh, wo du es hingeschickt hast. Piratenpartei Minus Saarland. Da ist auch kein Melderdämmung kommen. Das ist ja auch egal. Auf jeden Fall muss ich dann noch wissen, wie viele Exemplare jeder davon haben will. Und wie man es jetzt für die Mitarbeiter mache, weil wenn ich das so richtig verstanden habe, wenn man direkt für die Mitarbeiter mitbestelle, was sinnvoll ist, dass du nicht Presse und Markus welche kriegen, wird es dann billiger. Wie sind sie vielleicht schon letztes Mal bestellt gehabt? Also ich habe mir 200 damals für mich als Landesvorsitzende bestellt. Es war vor anderthalb Jahr und ich habe immer noch. Ja, das ist zu wenig. Ich finde jetzt eher überlegt, ob 1000 oder 200 was sind. Das ist ein gutes Also ich kenne die auch an die hohe Richtung. Gut, das sind es vor 5 Jahren. Hier braucht man es öfter, das stimmt. Ja, in einem Termin bin ich auch schnell mal 10 Stück los, je nachdem, wie viele Leute sind oder so. Mal ran. Gut. Man hatte aber gesagt, man nimmt Saarland, oder? Piratenfraktion ja, minus Saarland. Ja. Weil das Versender heute schon wieder nicht funktioniert. Ich bin wahnsinnig. Ja. Aber ist eher technisches Problem. Ja. Und so ein Briefpapier würde ich auch nicht gerne bilden. Es geht um diese Veranstaltung am Donnerstag, wo ihr beide sind. Wäre meine das jetzt dauerst gern oder soll ich später nochmal? Um was geht's denn? Ab nächste Woche mal sehen. Die Veranstaltung am Donnerstag bei der SR. Was wollen die? Ja, mit euch reden. Achso, drüber reden, wie es abläuft. Jo, hol. Sind gerade die Nummer, glaube ich, hoch zurück. Ne? Ja. Ich will hier mal gerade die Nummer. Und der Elber will ich mal gucken. Wie gesagt, wir sind gerade in der Vorsitzung. Moment. Ja. Das heißt. Du willst die Vorlage. Du brauchst die Vorlage und du brauchst halt da, das stimmt das jetzt. Ich habe die Vorlage. Okay. Jasmin hat recht. Sorry, Fehler meinerseits. Ich guck gerade drüber. Ja, so in diesem Stil. Ich stimme dann, was du drauf haben willst. Ja. Alles klar, dann mache ich das mit dem vielleicht. Ja. Müssen wir alle Titel drauf packen? Ich glaube, der erste Titel reicht, was man
Also bei dir parlamentarischer Geschäftsführer und so, die ganzen Ausschüsse brauchen wir nicht. Ja, Ausschussvorsitzender deshalb und BSC und... Stellvertreter im... Doktor in Spiel. Doktor in Spiel, genau. Dr. HC nee, im das Spiel. Komplette Gespräch hat jetzt führen im Prinzip. Und ah, das haben wir schon ja gesagt, ihr rufen zurück. Ja. Nur das... Ist das der Brücke, oder? Ja, halt ohne Vorwahl. Also die Hilfe aus und dann... Aha, klar. Okay, das heißt, wenn ihr das mit der Date gemacht habt, dann ist nur die Frage, wie viel man bestelle. Pro Abgeordnete, tja, 2000 oder 2000, wie sieht die Karte? Ich würde sagen 1000. 1000. Ich habe ehrlich gesagt kein so Verständnis für. Also, ich hatte vorher halt auch Visitekarte, aber halt einen Job, wo ich nicht so viel gebraucht habe. Da war es halt hauptsächlich für Einkauf. Wenn ich nochmal was anmerken darf, wir haben ja für die Parteivisitekarte mit der Kontaktdate, da haben wir 1000 bestellt. Die waren nicht teuer, aber ich glaube, es liegen noch etwa 900 von denen bei mir, diesen. Nicht so stark gebraucht, wo auch die für mich... Das sind ja auch für Partei allgemein. Ja, nur so, dass man so eine kleine Richtung hat, wo man sich orientieren kann. Ach, für mich, wo ich die 200 bestellt habe, ich habe noch... Also ich habe sagen wir es mal so, ja. Wir können auch noch Monor bestellen. Ja, das teure dürfte der Entwurf sein. Ja, das teure ist der Entwurf. Monor bestellen können wir so, das kostet für 200 Stück, haben 30 Euro kostet damals. Oder sogar noch weniger und noch die Menge, ja, je mehr du holst, also, desto billiger wird. Ich bin für 1000 Stück. Selbst wenn 2 Mo 1000 teurer wäre wie 1 Mo 2000, sollte man jetzt mal 1000 und wenn man dann irgendwann in 3 Jahren merke, es langt nicht, dann bestellt man halt nochmal. Ne? Ich weiß auch nicht, inwieweit die vielleicht verblasse oder im Sonnenlicht vergebe. Gut, also machen wir 1000 Stück für die Abgeordnete. Fraktionsgeschäftsführer? Also eine Reihe 500. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das teurer ist, nicht die Stückzahl. Nein, das teurer ist die Erstellung. Ja. Die Ideefindung und der Entwurf ist das teuerste. Ja, wenn du dann 500 oder 1000 zahlst, halt 4 Euro mehr. Ne? Also warum benutze ich eigentlich nicht mal? Warum benutze ich nicht was? Weil ich mir die vorher vielleicht nicht angeguckt habe. Was soll der Fahrer dann? Stopp, was wollen wir jetzt? 20 Stück 1000 oder 500? 500. Enthaltung. Pressereferent? 1000. 1000, wir brauchen ja. Mindestens, ja. Mitarbeiter? Ist Frau, die überhaupt kommen? Keine. 100. 100? Ja. Wie gesagt, wenn das Sekretariat Einkauf oder so macht, dann müssen die vielleicht auch mal bei entsprechende Großhändler Kontakt hinterlegen. Achso. Ja, dann ist das die. Und Admin unterstützt vielleicht bei technischem Einkauf und Referente hatte vielleicht mal Gespräch mit irgendeinem Rechtsanwalt oder was auch immer. So 100 Stück für 5 Jahre halte ich jetzt nicht für übertrieben. Referente kann man ja mal gucken, ob die welche brauchen, wenn wir welche haben. Ja. Das heißt, ich würde dann zuerst mal unsere Adresse machen, also um die von Markus, das haben wir ja schon, dass wir dann direkt nachschicken. Kannst du mir die Daten von Markus besorgen, was der Spruch haben will? Jo, ich rufe den mal an. Okay, noch was zum Top Design Artwork? Nee. Dann gehen wir zu Top 6. Zu dem Entwurf, der hier ist, wolltest du nicht die Zipgate-Nummer drauf haben? Ja. Okay, weil in dem Entwurf, den ich hier gesehen habe, war das nicht die. Nee, das war 0176, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achso, okay, das, da habe ich nicht drauf geachtet. Gut, 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 alles klar. Ja. Top 6 war Festlegung einer Regel zum Mittragen von Anträgen an den Landtag. Das heißt, es ist die Satzungsänderung, die wir letztes Mal vorbereitet haben.
Der Text wäre: Die Fraktion bringt Vorschläge und Entwürfe mit ein, wenn mehr Fraktionsmitglieder dafür als dagegen sind, jedoch mindestens 50% dafür. Das heißt, den müssten wir jetzt abstimmen. Mehr dafür als dagegen, aber mindestens 50% dafür, heißt, dass es mindestens die Hälfte dafür sein muss. Ja, bei mehr dafür als dagegen könnte es ja auch Sinn ändern, dafür 3 Enthaltungen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. 50-50 ist nicht mehr. Ja. Und die Regel ist auch noch anwendbar, wenn man mehr. Ja, aber zwei zu eins bei einer Enthaltung wäre okay, gemäß dieser Regelung. Wenn irgendwann Leute aus anderen Fraktionen zu uns überlaufen, weil wir so toll sind, dann überlegen wir uns, wie das skaliert. Dann holen wir aber kein Gacka. Gut, der Vorschlag steht zur Abstimmung. Es ist eine Satzungsänderung, brauche 2/3 Mehrheit. Ne? Ja, also ich stimme dafür. Ich stimme auch dafür. Ich auch. Gut, das ist einstimmig. Wir haben eine Satzung geändert. Was mit uns drin? Ist ruhig, nur die Berliner sind nicht wieder. Wer ändert die Satzung? Der davor. Also ich kann es machen, aber alle zeigen auf dich. Also. Ja, ja. Kann ich prinzipiell machen. Ich hätte dann nur mal gern noch mal alles in elektronischer Form. Das hast du nämlich zusammengetragen. Das ist ein Pad, ne? Und wir hatten im Moment noch keinen File-Server und so. Da war was. Ich wusste, irgendwo war das Problem dabei. Ja. Kommt. Gut, dann gehen wir zur Top 7. Berlin-Besuch. Hey, wir haben einen Gorund-Gast. Ja, ein Goldgast. Ja, sollen wir buchen? Und wenn ja, worauf hatten wir uns jetzt eigentlich geeinigt? Ich möchte jetzt das Thema nicht nochmal aufkommen, aber ich habe es vergessen. Wir machen uns geeinigt, dass wir mal zu viert hindüsen, dass wir dann genau düsen, okay, nämlich fliegen. Wir sind zu dritt. Ja. Dann lohnt sich für euch das Flugzeug. Wieso sind wir jetzt zu dritt? Ich fahre nicht mit. Ja, und der Markus? Achso, Markus habe ich vergessen. Nee, stimmt, dann wären wir zu viert. Also fährt der? Nein. Vielleicht soll man das nochmal klären. Oh. Nein. Also. Ja, ich sag mal, wer wollte denn mit der Fraktion in Berlin Kontakt aufnehmen, ob der Fraktionsgeschäftsführer da ist und ob der Markus Arbeit ist? Jetzt ich habe ihn gefragt, aber es kam keine Antwort. Doch. Echt? Doch, da war was. Ja, aber das Problem ist, ich glaube, die Frage wird falsch aufgefasst. Da ich keine Mails versende konnte die ganze Zeit, habe ich vergessen, nochmal neu zu fragen. Martin hat gemeint, man könnte ja jede Frage an ihn stellen und dann jeder wird deshalb nicht da. Was aber ja nicht heißt, dass es nicht vielleicht trotzdem sinnvoll wäre, halt die Fraktionsgeschäftsführer zusammenzuführen. Und diese Nachfrage habe ich nie mehr gemacht, weil wie gesagt, per Mail und dann vergessen. Und trotzdem könnte man Markus, wenn er wegfahren will, mitholen. Und sagen wir mal, er hat ja auch angeboten, dass er dann, falls der Fraktionsgeschäftsführer nicht da wäre, die Zeit bei den Mitarbeitern verbringt und dort entsprechend in Berlin fragt, was sind das für Referenten, was machen die für Arbeit und so weiter. Dass er dort einfach Informationen sammelt, die wir hier gebrauchen können. Von daher würde ich dafür sein, ihn mitzunehmen und ich meine, er will auch mit. Oh Gott, dann werden wir halt zu Pferden mit dem Auto fahren.
Schutz kommt auch an. Drei Tage später fliege ich mit dem Hotel schon. Ja. Oh, wie schön, dass ich das alles gemacht habe. Also, der Sensor fährt. Berliner sind nach Vorsorgeumfrage bei 15%. Hey, Markus Hansen ist auch ein Mord. Markus Hansen ist auch MH. Wenn ich, das, ich wollte es abwerten, dann habe ich gemacht, MH, MN, MH. Ich muss die nächste Satzungsänderung machen, dass man den Spitznamen genannt während der Protokolle. Ja. Sankria Trakulis. Hä? Oder? So, das ist schon ein großer Auto. So, nochmal kurz fragen. Du meinst gerade so halb im Off-Topic sind. Ich habe gemerkt, wenn ich sehr viel Unsinn twitter, von dir ich Follower, das gefällt mir. Mit deinem Auto? Jo. Ich kann mich auf eine Corsa-Ausleihe. Buchen braucht man nur Hotel. Kannst das du übernehmen? Ja, wollte ich gerade vorschlagen. Dann nimmst du eine Kaschelle. Ich buche das Günstigste, was ich, das Günstigste, was ich finde. Allerdings nicht, dass wir jetzt 80 Kilometer fahren müssen. Also so, dass es preislich, finanziell relativ sinnvoll ist. Und ich sorge aber dafür, dass wir WLAN im Hotel haben. Und dass wir frühstücken können. Mehr braucht man nicht. Also es kann schon ein günstiges Hotel sein. Ja, unsere Toilette auf halbe Etage wäre jetzt auch ein bisschen... Toilette im Zimmer. Also soll ich da Kontakte zu ein paar Berliner hinstellen, die dich beraten können zum guten Hotel? Ich mache das über HRS. Also... Oh, ich Hilfe kann schon machen. Dann machen wir bitte gerade die Buchung, weil dann. Nee, so Leute, das dauert alles gemacht. Zu lang. Okay. Und das gemacht, genau, Buchung. Jasmin, das ist es, da musst du dich noch dran gewöhnen. Das ist irgendwann auch eine Frage mit Gehaltsrechnung. In dem Moment, wo du Stunden verplemperst, um neuer 5 Euro weniger zu haben, heißt das in unserer Gehaltsklasse, dass du insgesamt Verlust machst. Und das auf in dem Fall Steuergelder. Also das ist es nicht wert. Gut. Gut. Kannst du uns kurz bei Markus nochmal drauf, weil der hat glaube ich schon mal geguckt gehabt. Hat er sowas gesagt? Okay. Der kennt sich auch in Berlin aus. Ja. Okay. Also klar ist jetzt Freitag Anreise, Sonntag Abreise, ne? Mhm. Okay. Ja, im Auto fahren sowieso, ja. Jo. Wie gesagt, mich stresst das nicht, also... Mhm. Wenn es mich zu viel stresst, wie du fahrst, dann fahre ich mit dem Flugzeug zurück. Frage hätte ich noch. Wann fahren wir los? War das abends? War das mittags? War das morgens? Abends. Weil Donnerstag ist Feiertag. Ich gehe davon aus, dass Freitag ist eigentlich Brückedag mache. Ich gedenke nämlich Freitag auch Brückedag zu machen. Donnerstag ist Feiertag. Mhm. Happy Kadaver Day. Ja. In dem Fall könnte man natürlich schon nicht so spät fahren. Ja, aber auch nicht so früh, dass man noch laufen kann. Schon Freitag hier noch zu Mittag essen. Mhm. Und dann von hier aus starte, hätte ich gesagt. Plan, ja. Es hängt natürlich auch vom Hotel ab, bis wann man dort ingecheckt haben muss. Ja, das sucht später Hotel aus, wenn ich mal später ingecheckt bin. Dann ist es von mir noch wie gesagt, angenehm, dass ich dann am Freitag aller wahrscheinlich noch gar nicht dann da bin. Nur wisst ihr das jetzt hier nicht. Mhm. Ach, du fahrst auf den Piraten-Sommerkongress nach Aargau? Nee, da fahre ich jetzt auch nicht hin, aber so da, wo Geschäfte und Baumärkte auffahren, ist ja toll, wenn man umziehen ist, wo man da schaffen kann. Gut, noch was zu Berlin. Dann gehen wir zur Top 8. WLAN im Landtag. Ja, der Punkt ist von mir. Ich würde gerne im Präsidium eine Initiative starten, wo ich das Thema anspreche. Mhm. Wenn wir WLAN machen, ich sage mal, wir haben WLAN im Plenum. Einfach über Tethering. Also bei mir hat es geklappt. Das kann ich auch allen zur Verfügung stellen. Aber die Geschwindigkeit ist natürlich nicht so toll. Und ich denke, die anderen wollen es auch haben.
Außerdem ist die elektromagnetische Belastung höher, wenn wir alle tethern. Ja, denke ich. Ja, das ist so. Ich denke, da hätten wir auch einige Unterstützer aus anderen Fraktionen. Hm? Auch einige Minister wären da bestimmt dafür. Dafür? Mhm. Ich glaube, ich wüsste in jeder Fraktion schon mal eine Person, die ich ansprechen müsste, die jetzt schon dafür ist. Okay, also dann mach das. Gut. Man kann ja vorab ein bisschen kummeln. Ja, dann gehen wir zu Top 9. Der Landtags-Go. Der ist auch von mir. Weiteres Vorgehen. Ja, wir haben irgendwann mal gesagt, wir ändern die Landtagsgeschäftsordnung, haben da tolle Ideen eingebracht und sind aber damit noch nicht weiterkommen. Also wie gehen wir weiter vor? Ich vorschlage, und zwar, dass wir nochmal die anschreiben, die sich da schon mit uns zusammengesetzt haben und sagen, dass wir jetzt da gerne ein bisschen weitermachen würde. Und ich glaube, von der SPD hat auch einer gesagt, wer Interesse, dass wir dann hier nicht auch anschreiben, dass wir sagen, wir wollen jetzt endlich mal weitermachen. In der letzten Legislaturperiode gab es eine Kommission zur Überarbeitung dieser gesamten Regelung. Nicht nur die Landtags-GO, sondern auch die, ich sag mal, landtagsnahen Gesetze. Gesetz über den Landtag des Saarlandes, Abgeordnetengesetz, Fraktionsrechtsstellungsgesetz, der ganze Kram. Diese Kommission hat nie getagt. Es gab sie, aber sie hat dann sich noch nicht mal konstituiert oder so. Oder wenn sie sich konstituiert hat, dann hat sie nicht mehr gemacht. Ich denke, der richtige Weg wäre, die Kommission nochmal einzusetzen und diesmal dafür zu sorgen, dass sie auch tagt. Mhm. Wie setzt man eine Kommission ein? Muss man schaut gern, oder? Sicher durch Antrag an den Landtag. Können wir ja einfach mal raussuchen, wie es beim letzten Mal war. Also ich meine, wie sie ins Leben gerufen worden ist, dass er nicht getagt hat, sondern nämlich nicht nachmachen. Nee, klar. damit jedem klar ist, worüber man rede, es gibt natürlich Ausschüsse, das ist eine ganz andere Liga. Und es gibt noch den Unterschied zwischen Kommission und Enquete-Kommission. In der Kommission sitzen nur die Abgeordnete, in der Enquete-Kommission. Also du kannst dort in der Kommission auch immer noch irgendwelche Berater hinzuziehen, aber stimmberechtigt sind nur die Abgeordnete. Bei der Enquete-Kommission ist das Besondere, dass eben auch ein fester Kreis an Experten mit drin sitzt und die auch stimmberechtigt sind. So, und ich denke, da in dem Fall es um Landtagsthemen geht, braucht man nicht wirklich externe Experten. Leute, die Gesetze am besten kennen, sind sie hier. Dann braucht man doch nicht noch Geld zu verballern. Ja. Okay. Wer kümmert sich drum? Da das eh so Steckenpferd von mir ist, würde ich es mal ansprechen. Mhm. Wenn es zu viel Aufwand für dich ist und wenn doch mit einem anderen Ausschuss und allem, dann sag halt Bescheid. Aber wenn du vorab nur klären könntest. Mir geht es jetzt nur ums Klären, nicht, dass ich den Vorsitz für diese Kommission übernehme. Nee, du wirst wohl kein Vorsitz an, denke ich, so Kommission. Doch. Nee, ich finde, sobald du an einen Punkt kommst, wo du sagst, hier ist jetzt so viel Arbeit, das schaffe ich im Moment nicht, dann. Das sind halt allgemein ziemlich am Rotieren, ja. Weil ich habe hier auch noch Top 12, der Untersuchungsausschuss, das sollte auch gleich noch zu sprechen kommen. Niemand in den Top. Okay, noch jemand was zum Top Landtags-Go? Dann gehen wir zu Top 10, Fotos. Wir brauchen Fotos für unser Weblog, also besseres Gruppenfoto, idealerweise vielleicht auch mit Angestellten zusammen. Wir brauchen zumindest vom Pressereferenten vermutlich auch ein Foto, Fraktionsgeschäftsführer macht vielleicht auch Sinn, müssen wir mal gucken.
Und ich habe auch nochmal eine Anfrage bekommen am Wochenende für Autogrammkarten von uns allen. Ja. Das heißt, da müssen wir auch einfach mal ein paar Fotos dann entwickeln lassen. Bräuchte man dann aber. Idealerweise könnte man natürlich dann auch schon unser Logo mit drauf machen, wenn wir denn eins haben demnächst. Ja, ich hab's geschnallt. können wir bzw. wollen wir die Landtagsbilder nutzen? Das wäre auch so ein Punkt, ja. Hast du das? Ich habe sie jetzt alle. Die rechtliche Frage, das kann ich gerade mal klären, wenn ihr wollt. Also nicht jetzt, aber ja, dann klären wir es bitte. Ja, da habe ich schnell angerufen. Ich habe dort schon mal angerufen, daraufhin habe ich sie auch gekriegt. Mhm. Ich habe die auch inzwischen an Admin und so weiter geschickt vom Landtag her. Mhm. Dass die irgendwann auf der Homepage auftauchen sollte. Also bis die ihren Weg über die Verwaltung dorthin gefunden haben, das will ich nicht abwarten. Ja, etwas komisch ist schon, dass von allen Fraktionen auch die neuen Mitglieder Fotos haben und alles drin ist, nur von uns. Nee, nicht alles drin. Es sind von denen auch nur die Fotos drin, aber da muss man der Fairness halber sagen, so die veröffentlichungspflichtigen Angaben, hat sind bei denen auch geliefert und die sind drin. Bei mir sind sie drin. Deine sind dran. Das ist kurios, weil bei anderen Fraktionen sind sie teilweise drin. Also es hat mit den veröffentlichten Angaben meiner Ansicht noch nichts zu tun, weil das war ja schon mein erster Gedanke. Ich habe letztens die Fotos geliefert. Es ist egal. Die Zuständigen haben jetzt Fotos und so wird alles gut. Ich meine. Ja, trotzdem sehe ich hier, dass der Landtag da ein bisschen. Irgendjemand hat das geblockt, meiner Ansicht nach. Sehe ich im Moment so. Gut, das sind Theorien. Sind Theorien. Aber es sind halt vier Fotos, die fehlen und das sind unsere vier. Alle anderen auch neue Abgeordnete. Obwohl der Landtag die Fotos hat. Also, wir gehen auf eine gute Image aus. Es war keine Absicht, um uns schlechter darzustellen. Ja. Beziehungsweise. Also, man soll keine Bösartigkeit unterstellen, wenn. Ja. Ja. Andere Frage, angenommen es kommt raus, wir dürfen die Fotos nicht nutzen, dann brauchen wir natürlich Ersatzfotos. Dann nehmen wir die, die der Tobias Eckrich gemacht hat, wo wir die CC-Lizenz drauf haben, dann müssen wir nur diesen Hinweis... Auf der Rückseite draufdrucken. Also, ja, das ist für die Autogrammkarte. Für die Autogrammkarte ist das eine Möglichkeit, auch nicht für den Webblog. Oh, du hast doch eine gute Kamera. Ich habe eine Mittelklasse-Kamera, aber ja. Dann würde ich sagen, bringst du die mit. Dann tun wir irgendeinen Gärtner, der da gerade rumläuft und nichts zu tun hat, von dem Nach dem Stativ kannst du das auch reimen. Ich kann sogar Fernbedienen. Ja, dann können wir ja auch mal ausprobieren, ob wir selbst schon gute Bilder von uns hinkriegen und wenn nicht. Ich habe gehört, wir haben jemanden, der Kontakte hat. Ja, der große Vorteil ist, gerade wenn es um Maikamera geht, dass jetzt die Jahreszeit kommt, wo man normalerweise genug Licht hat. Das ist nämlich ihre einzige Schwäche. Mhm. Bei viel Licht macht sie gute Bilder. Vor allem, wir haben ja auch hier die Garten, wir können beispielsweise drüber im Schloss Bilder machen, wir können auch im Plenarsaal Bilder machen. Bei der Maikamera müssen wir uns aber beeilen, dass wir die bis Donnerstag gemacht haben. Ne? Das war mal Juni-Kamera. Ich kann beim Großer noch nicht ankommen, oder? Doch. Ich finde es lustig, so rumzuhaken. Oder okay. Noch. Ich beantrage eine Wortspielkasse. Ich denke mal, dass wir immer mal wieder in nächster Zeit ein paar Fotos machen müssen. Also halt auch, wenn wieder mehr Leute bei sind, für uns arbeiten. Weil ich fand einfach diese Gruppe-Fotosache auch ganz schön fürs Blog als Hauptbild. Die Fraktion besteht aus den Menschen. Ja, finde ich auch. Also irgendwas Abstraktes ist irgendwie schade. Ne? Aber ja, bring du mal deine Kamera mit, dann machen wir noch ein paar erste Fotos. Dann gucken wir mal weiter. Gut, klärst du das mit der Nutzungsrechte. Aber ich denke, die Fotos wären für die Autogrammkarte nutzbar. Wenn nicht, können wir für Tobias nehmen. Schön wäre es, wenn man die Logos hätte. Und dann kann man schnell was zusammenbasteln, der Pressereferent das machen könnte, dann schnell. Mit GIMP. Mit GIMP. Das passt in dem Fall sogar.
Gut, ich glaube, das war es dann erstmal für Fotos. Dann haben wir noch. Achso, haben wir noch. AA bringt Kamera mit. Ja, das wollte ich jetzt halt da. Ja, genau. Gut. Gut, nächster Top wäre Top 11: Notebook-Nutzung, Plenarsaal. Ich würde auch gerne im Präsidium ansprechen, dass ich mein Notebook gerne im Plenarsaal nutzen möchte. Ich halte nämlich das mit diesem, das Getipse nervt die Leute bei der Lautstärke, die diesem Plenarsaal herrscht, für absolut vorgeschoben. Ja. Außerdem nervt es nur der Präsident. Die Leute nervt es nämlich nicht. Ja, und der ist anscheinend auch nicht davon genervt, dass auf der Regierungsbank Zeitung gelesen wird. Ja. Also muss er doch schon eine gewisse Nervresistenz haben. Ich muss auch sagen, er hat gleich schon zum Notebook hinter mir geguckt, ich habe das nicht mehr gehört. Mhm. Wow. Also ich habe nicht mal das Notebook. Gut, hinten ist es sowieso die ganze Zeit. Es gibt doch nichts, wo es offiziell nicht erlaubt ist, aber es stimmt, man sollte es besser ansprechen, wie einfach machen. Dann würde ich es einfach nochmal im Präsidium ansprechen, oder? Ja. Außerdem bin ich im Fernsehen immer zu sehen, wie ich auf mein Smartphone starre. Das heißt, es dauert einfach zu lange, was zu tippen. Ich brauche einen Notebook. Ja. Gut, dann gehen wir zu Top 12, Untersuchungsausschuss, 4. Pavillon. Ja. Gerüchteweise, und Gerüchteweise ist seit heute Morgen die Saarbrücker Zeitung, möchte die Regierungskoalition entgegen anderslautender Beteuerung vor der Wahl den Untersuchungsausschuss nicht erneut einberufen. Jetzt habe ich in diesem Saarbrücker Zeitungsartikel auch gelesen, erstmal was du gesagt hast. Was? Okay, das mit den 25%? Nee, dass wir das vor der Sommerpause nicht schaffen würde, wenn wir es selbst machen müssten. Außerdem steht dort sehr klare Aussage der Linke, das verstehe ich nicht so recht. Die Bierbaum meint irgendwie, es wird nichts bringen, Untersuchungsausschuss einzuberufen. Es ging jetzt eher darum, das und das und das zu klären. Der Argumentation kann ich nicht ganz folgen. Und die Grüne scheinen auch nicht besonders erpicht drauf zu sein, eine wieder einzuberufen. Aha. Ja, aber die ist nicht scharf von der Manpower. Die haben 12, 11 und 13 Ausschüsse. Das ist die positivere Sicht des Ganzen. Negativ betrachtet könnte man auch sagen, wer früher regiert hat, möchte jetzt den Untersuchungsausschuss nicht mehr haben. Ja. Die SPD möchte ihn jetzt auch nicht mehr haben, weil sie jetzt regiert. Klar. Das haben sie auch so geschrieben. Dann bleibt an Opposition, die noch fordern könnten, nur wir und die Linke. Und ja, die Linke scheint beschäftigt zu sein. Ich würde trotzdem eine Initiative versuchen zu starten. Ja. Also ich sag mal, wenn die Linke es nicht, wenn die nicht mitmachen, dann können wir ihn alleine fordern, das wird nichts bringen, weil dann sind wir zu wenig. Das ist ja, klar. Mit der Linke, das wird aber reichen. Die Grüne können ruhig wegfallen. Wo ich nicht, die weiß ich nicht. Nicht nee, stopp, es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Ich würde jetzt nicht die G aussprechen, wenn er kommen soll. Ich brauche wirklich alle drei. Ich brauche alle drei. Oder Abweichler aus der Regierung. Ja. Was unwahrscheinlich ja, ist. Ja, träumen wir halt. Aber es, ja, selbst wenn. Es muss zumindest einmal wieder in dieses Plenum rein. Ja. Ja. Aber ich bin dafür, dass man das anstarten. Ja, ich auch. Die Frage der Vorgehensweise. Sollten wir erst mit den Linken reden? Ja, ne? Würde ich schon sagen. Wer? Du als Fraktionskönig auf Flexi mit Fraktions. Ja. Ich finde das despektierlich, was du da machst. Ich verbiete mir das. Okay, du als Fraktionsvorsitzender. Ja. Ich spreche die Linke an. Nicht alle. Nicht alle. Und die Grünen, ja? Ja. Und Gründen. Weiter, das. Und dann haben wir bis Montag, wissen wir dann, woran wir sind. Ja. Die Frage ist, soll man den auch dann beantragen, wenn jetzt Linke und Grüne nicht mitmachen? Ja. Ja. Jedenfalls. Bin ich nämlich auch dafür, dass wir es auf jeden Fall ins Plenum reinbringen. Und wenn die es dann nicht mit dran, gehe ich zwar davon aus, dass es abgelehnt wird, aber wir haben es zumindest gefordert.
Also es gab auch keinen Zwischenbericht des letzten Untersuchungsausschusses, weil jeder davon ausgegangen ist, dass er dieses Jahr nochmal kommt. Mhm. Und allein das wäre es schon wert, dann nochmal hinzusetzen. Ja. Das heißt, nächste Woche beschließen wir das weitere Vorgehen, ne? Ja. Ich sag mal, man könnte ja mit der Verwaltung schon reden, wie genau der Antrag zu formulieren ist. Man könnte den Antrag alles fertig machen. Und dann können wir die Linke und Grüne halt fragen, ob sie den Antrag mittragen. Ja, da haben wir halt auch an der Backe jetzt, das alles zu groß zu formulieren und zu machen. Dann würde ich mal an der Backen hängen. Ja. Und so ein bisschen Zoppy im Face. Ich weiß nicht, wo ihr alle die Energie hernehmt. Also so schwer ist das nicht, einen Antrag zu formulieren. Und ich sag mal, ich würde den mal formulieren. Mit dem mit zur Verwaltung, zum Herrn Schaar, denke ich mal. Frag den, ob das so okay ist oder ob er so Anmerkungen dazu hat. Und dann sind wir eigentlich schon soweit. Und dann hätten wir den fertig und dann können wir in der Zwischenzeit kann ich mit den Grünen damit reden, ob wir mittragen. Mhm. Und solche bringen wir halt ohnehin. Das heißt, das wird jetzt schon noch aber. Könnte ich. Oder ja, ich darf heute Mittag angehen. Ja. Noch jemand was? Top 12? Dann gehen wir zu Top 13. Angebot über Kommunikationsseminar. Das ist von hier. Ja, wir haben ein Angebot über ein Kommunikationsseminar bekommen. Mhm. Wenn ich hier einen Namen nennen darf, ich vermutlich nicht. Das ist so, eines uns bekannten Kommunikationstrainers. Genau. Wir haben ein Angebot bekommen, Durchführung wäre in den Fraktionsräumen, Angebot war 2 Tage bei Kosten von 960 € pro Tag, zuzüglich Schulungsunterlagen von 44,50 €, macht Gesamtkosten von 2009 € inklusive Schulungsmaterial. Ist das Angebot inklusive, also ist das gekommen zusammen mit einem Curriculum, was gemacht werden soll und was Ziel des Ganzen ist? Ja, Moment. So, also ich erlaube mir hier mit Ihnen und Ihren Kollegen ein Angebot über ein 2-tägiges Kommunikationstraining zu übersenden. Das Seminar beschäftigt sich mit den genetischen Grundlagen des menschlichen Verhaltens in der Kommunikation zu anderen. Genetisch? Ja, das hat okay. Mich auch ein bisschen... So, in der Kommunikation zu anderen. Im Fokus steht hierbei auch die Kommunikation untereinander im Team, im Konflikt oder im Stress, sowie auch spezielle Ausrichtung der Anwendung des Gelernten im Umfeld Politik. Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. So, und dann gibt es einen zweiten Anhang zum Angebot. Tagessatz 1.200 € abzüglich 20% Nachlass. Gut, das ist ja, 960 € hätte man direkt schreiben können. Lehrbücher 44,50 €, Übernachtungskosten entfallen, Kilometergeld entfällt, Termine nach Absprache. Durchführungsort bei uns, Teilnehmerzahl maximal 10 Personen. Die Seminartage müssen nicht unmittelbar aufeinander folgen, Wochenendtage sind ohne Aufpreis möglich. Ebenso kann das Seminar auch nach Absprache auf 4 halbe Tage verteilt werden. Das ist ein individuelles Angebot für die Piratenfraktion in seinem Landtag. Also da fehlt mir so ein bisschen die Agenda. Das ist mir jetzt zu oberflächlich, um darüber zu entscheiden. Mhm. Da kann ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen, das führt aber jetzt zu weit. Weil du so ein Seminar schon 1-2 Stunden hattest. Genau, ich habe das sozusagen als Crashkurs mal gemacht. Ich bringe morgen mal was mit. Sind wir morgen alle da? Ich glaube, ja. Ja, ja.
da sind, war nur... Ja, zu unterschiedliche Zeiten. Ja, ich habe nicht vor, morgen den Kurs stattdessen zu haben. So zwei nee, nur... Hm. Nee, also morgen ist es halt schon so, dass... Also ich den ganzen Tag Ausschüsse habe. Also du kriegst mich vielleicht eine halbe Stunde. Zum Mittagessen können wir es klären. Ich wollte gerade sagen, zum Mittagessen muss man es eigentlich grob sehen. Wenn ich ja. Außer dieser Europa-Ausschuss-Tag durch, was ich mir vielleicht nicht vorstelle. Ach, glaube ich auch nicht. Also ich habe 13.30 Uhr eigentlich den nächsten Termin und go. Also ja. Hoffe ich auch, dass wir vorher noch dazu kommen. Ausschusskonstituierungen dauern auch nicht lange. Also ja, es ist aber mehr. Also genau, es gibt eine Tagesordnung. Na gut, bei mir hat es auch Tagesordnung, gibt nicht 20. Also es geht bis Punkt 8. Bestimmung der Sitzungstermine, Themenvorschläge und Arbeitsschwerpunkte, Vorbereitung der 48. Plenarsitzung des IPA am 1. Juni in Metz, Subsidiaritätskontrolle, Bericht der Landesregierung über Kattenom, Bericht der Landesregierung über Schengen-Kontrolle. Also ist schon, und dann Punkt 8 Verschiedenes. Also es könnte schon ein paar Minuten dauern. Ja, also prinzipiell zu diesem Angebot, ich finde, man könnte nicht über ein solches Angebot entscheiden, bevor man nicht eine Agenda und klare Zielsetzung des Seminars an. Okay. Weil einfach nur so ja, über Kommunikation unterrichten, das ist zu wenig, um zu entscheiden. Und jetzt steht nach Verhandlungen nach Harvard-Methode soll behandelt werden und dies und das, Vier-Ohren-Prinzip, bla, Kram. Dann ja, aber so ja. Also würde ich sagen, ja, bitte mal um ein differenzierteres Angebot. Oder mal einen Schritt zurück. Also prinzipiell finde ich, sollte man einige Kurse, Seminare in der Richtung machen, also mhm. auch was Rede angeht und Diskussion im Sinne, wie man es auch mal Podiumsdiskussion machen wird. Aber für dieses spezielle Angebot jetzt, wie gesagt, hätte ich gerne mehr Fleisch, um was es geht. Ja, lass es uns mal vertagen, ich bringe das morgen mit. Vertagen wir das auf nächste Woche? Sagen wir vorher schon mal sehen. Wenn, würde ich das sowieso am liebsten irgendwann an einem Wochenende machen. Sowas, entweder weil wir unter der Woche schon genug voll haben. Oder und die nächste Wochenende sind eigentlich auch schon voll. Von daher kommt es jetzt noch. Ja, das wäre sowieso ideal. Hm? Irgendwann dann. Ja, ich hatte auch jemanden angerufen, der ist Sprachtrainer. Hm. Ich glaube aus Kiel, was nicht genau. Genau, wie es gerade schon bekannt ist, grob. Der mit uns ein Sprechtraining gegebenenfalls machen würden, wollen würde. Ich habe jetzt an Markus verwies, dass der zentral nur Angebote sammelt und sowas machen kann. Also stellt Antrag auf Vertagung. Ja, ich stelle Antrag auf Vertagung. Wer ist dafür? Ich. Ja, hallo dir. Ha. Meine wunderschönen Beine. Sind wunderschön. Naja. Oh, mit hübschen Haaren drauf. Oh. Ne, ich bin ruhig, ich sag's jetzt nicht. So Leute, nach einer Viertelstunde gibt es Essen, jetzt ja, machen wir euch. Machen wir nur noch drei Punkte. Gut, dann gehen wir zu Top 13, FTP-Rechner. Ja, der ist von mir, die Dinger stehen immer noch da und ich wäre jetzt dafür Top 14, meine Top 13 schon gehört. Ja, Moment, stopp, geht es um FDP-Rechner oder um FTP-Rechner? FDP. Okay, in dem Fall... Ja, dazu gibt es zwei Aussagen, nämlich schon meiner und der Gerd Kuhlmann. Mhm. Wenn sie im Juni noch da stehen, stehen sie nicht mehr da, dann kümmere ich mich um die Entsorgung. Ich stelle es nach nicht in Rechnung, aber dann sind sie weg. Mhm. Und von ihm gibt es die Aussage, dass er jetzt einen Käufer für den einen hat und sich um die Entsorgung des anderen kümmert. Ich sehe die nicht in Konkurrenz stehen, der hat bis zum 1. Juni Zeit, die Dinger abzuholen. Gut. Ansonsten fahre ich sie zur ZKE. Gut, das war nämlich das, was ich wissen wollte. Dass man endlich die Dinge mal aus den Füßen hat. Also ich habe ihm schon das Ultimatum gestellt, Juni, und das will ich jetzt auch aufrechterhalten. Ja, gut. Weil ich meine, Juni ist schon am Freitag. Ja. Ja, wenn sie am Freitag noch da stehen, dann stehen sie nicht mehr drauf. Dann ZKW ist das Wertstoffhof. Kannst du mir dort die Adresse mal geben?
Von Spronne durch. Warum hat das mal durch mit dem Top? Okay, mal zu Top 15. Außerhalb der Sitzung geschlossen. Ich hab doch schon geändert. Dein Laptop ist zu langsam. Wir haben beschlossen vor Umlaufentscheid einstimmig, dass ich Mitglied im Stiftungsrat der Tierschutzstiftung da werde. Weitere Informationen liegen hier noch nicht darüber vor. Stiftungsrat? Ja. Nicht Tierschutzrat. Im Mitgliedschaft im Stiftungsrat der Tierschutzstiftung. Ja, kannst du das tun? Ich schaffe es. Liegen uns weitere Beschlüsse außerhalb der Sitzungen vor? Der Tierschutzstiftung sagen. Ich höre keine weiteren Beschlüsse, die uns vorliegen. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Gut. Dann kämen wir zu Top 16. Sonstiges. Hat jemand was Sonstiges? Nö. Ich nehme ja heute schon alle Tops, die ich hatte, heute Morgen eingetragen. Gut. Ich sammle die Blöcke mal nochmal in, dass wir die in Zukunft auch noch weiterverwenden können. Schließe ich die Sitzung hiermit um 11.45 Uhr und danke euch für die Teilnahme. Und sagt auf Wiedersehen und an dem Internetempfangsgerät. Noch safe für Vision? Jasmin, kommst du gerade noch rüber? 11. Wir sind etwa da.